Heute wollen wir gemeinsam auf die Pfarrwiese gehen. Wir wollen den Ostergarten besichtigen, den Weg Jesu. Wir beginnen beim letzten Mahl Jesu, setzen uns gemeinsam an den Tisch und betrachten das Abendmahl. Dann gehen wir zur Kreuzigung Jesu und bedenken, was er für mein Leben bedeutet. Weiter gehen wir dann zum Grab und zur Auferstehung Jesu. Jesus lebt, diese Botschaft wollen wir nachempfinden. Ich lade Sie ein, sich mit mir auf diesen Weg zu machen, jetzt in diesem Video oder auch gerne persönlich. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie das Passamahl aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus. Das ist das Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wir feiern Abendmahl miteinander. In Erinnerung an das letzte Mal Jesu, in Gemeinschaft miteinander, im Glauben an den Auferstandenen. Wir feiern Abendmahl miteinander und erfahren durch dieses Mahl Jesu Nähe und Trost in schwierigen Zeiten. Wir gehen miteinander weiter. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lieder klingt, dann hat Gott und er uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn
Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabatani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Wir stehen unter dem Kreuz Jesu. Am Kreuz kommen zusammen Zweifel und Glaube, Schuld und Vergebung. Wir werden einen Moment still und bedenken, was bedrückt mich in diesen Tagen, in dieser besonderen Zeit? Und um wen trauere ich? Vor allem, auf was hoffe ich? Zum Zeichen dafür lege ich einen Stein ab. Lasst uns nun gemeinsam weitergehen. Jesu Grablegung. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man solle ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Im Dunkel unserer Ängste. Im Dunkel unserer Ängste, im Schrei aus unserer Not, du leidest mit an unserem Kreuz, du stirbst auf unserem Tod. Du leidest mit an unserem Kreuz, du stirbst auf unserem Tod. Im Frosthauch unserer Kälte, im Kampf um Geld und Brot, du zweifelst mit an
stirbst auch unseren Tod. Du zweifelst mit an unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. In Nächten des Alleinseins, in Tagen ohne Brot, du stirbst mit uns an unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. Du stirbst mit uns an unserem Kreuz, du stirbst auch unseren Tod. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten vor Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab, mit Furcht und großer Freude, und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Liebe Gemeinde, wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Gott ist nun unter uns. Er ist für uns da. Wir hören die Botschaft von dem Engel am Ostermorgen. Fürchtet euch nicht. Wir wollen uns nicht fürchten, weil Jesus Christus auferstanden ist. Sind wir den Osterweg miteinander gegangen. Was uns noch nachgeht, das bringen wir vor Gott und beten mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wünschen dir eine gesegnete Osterzeit. Bleib behütet und bleibe unter dem Segen unseres Herrn. Gott segne deine Schritte. Vom Weinen zum Lachen, vom Klagen zum Loben, vom Tod zum Leben. Amen.
Thank you.